wenn es läuft, wenn die Bewegung von selbst geht, dann spreche ich vom Flow. Das ist völlig schwierigkeitsunabhängig. Also es kann auch hacklig sein zum Fahren, aber man spürt einfach, dass es gut läuft, dass es dahin geht, dass es leicht geht und dann hat es für mich einen Flow. Wenn dann die Stelle aufgeht und ich die schaffe zu fahren, dann habe ich dann wirklich das absolute Flow-Gefühl. Die Wiederholung und das unbedingt Wollen, das Fokussieren, das Drinsein im Fahren, einfach das Abschalten, dass es sonst nichts anderes mehr gibt, das ist einfach der Zustand vom Flow. Flow beschreibt nicht den Weg, sondern Flow beschreibt das Gefühl des Fahrers. War von vornherein nicht klar, ob es überhaupt geht, von der Schneelage her. Aber es war auf jeden Fall klar, dass wenn es geht, dann wird es der letzte Tag der Saison sein. Je mehr man schon gemacht hat, desto mehr geht der Blick bei einer Stelle von der Gefahr und was passieren kann und wo die Abgründe sein, auf die Lösung von dem Problem und auf die Linie. Ein Absturzgelände wird registriert, ist aber in dem Augenblick total irrelevant, weil man stürzt nicht.